Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Beyond Divinity. Ja, ich wollte ja die Pause jetzt hier nicht allzu lang werden lassen und deswegen geht es jetzt hier an der Stelle auch gleich weiter. Ja, wir sind jetzt hier inzwischen auf der Ebene der Philosophie angekommen, der Erfahrung. Ja, im englischen Guide hieß es jetzt Philosophie. Ich glaube, im Deutschen hat er gesagt Ebene der Erfahrung. Sehr zum Leidwesen des Todesritters, der ja mit so Rätseln und weisen Sprüchen überhaupt nichts anfangen kann. Ja, und da sind eine ganze Menge Ranargeister mal wieder unterwegs und die schicken uns alle irgendwo hin und hier war ich schon. Und da haben wir das letzte Mal mit einem gesprochen, der hat uns was über Konzentration lehren wollen. Da ging es dann darum, dass wir ein kleines Wettrennen mit Samuel gemacht haben in so einem Rätsellabyrinth. Und ja, und dann ging es um Lüge und Wahrheit. Da mussten wir herausfinden, welcher von den Golems lügt und welcher die Wahrheit spricht. Also es war entsprach halt diesem typischen Labyrinth-Wächter-Rätsel, wo eben einer immer die Wahrheit sagt und einer immer lügt und man muss halt rausfinden, was der richtige Weg ist. Apropos rausfinden, was der richtige Weg ist. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Moment. Ah, da war zu, da war zu. Da sind wir auch nicht weitergekommen. Da war auch zu. Vielleicht müssen wir jetzt, oder wir kommen noch da durch. Aber ansonsten müssen wir so einen Teleporter betätigen. Ach so, und hier unten waren wir auch noch nicht. Wir können auch erstmal nach unten gehen. Ja, und es gab prinzipiell eine ganze Menge Möglichkeiten, wo man noch hätte irgendwie was finden können und machen können, also wo ich mir zumindest unsicher war. Ach ja, hier gab es ja den Schlüssel zum Schlachtfeld. Das Buch hatte ich schon gelesen, oder? Ja. Und ja, da war ich mir halt, wie gesagt, ziemlich unsicher und es ist aber im Endeffekt. Ich habe jetzt eben nochmal nachgeguckt in dem Guide. Also wir haben nicht wirklich was verpasst. Jetzt ziehen wir hier wahrscheinlich gleich wieder Massen an. Goldschlüssel. Oho. Ja, also es wäre möglich gewesen, eben noch so verschiedene Räume dort zu öffnen in diesem Raum mit den, oder also in dieser Ebene, wo Samuel halt beschworen worden ist. Das ist jetzt. Also, warum hätten die denn nicht die Zahlen nehmen können, die aus mehr als nur einem Strich bestehen? Das wäre wesentlich weniger verwirrend gewesen. Aber nein. Achso. So, hier hinten hat sich doch noch was bewegt. Aber im Grunde genommen waren das halt alles Sachen, die waren jetzt nicht so wichtig. Deswegen. Ah, hier kann ich mal wieder einfach durchlaufen, okay. Vielleicht öffnet das diesen einen verschlossenen Raum, den wir da oben gehabt haben. Gucken wir mal nach. Ja, es gab zum Beispiel eben dort so eine verschlossene Truhe. Da gab es wohl irgendwie einen Schlüssel dazu in einer Fackel versteckt. Ja, das hätte ich jetzt nicht so ohne weiteres finden können. Ach so. Es ist, ja. Okay, und dann gab es noch. Ja, also es gab halt noch so ein paar andere verschlossene Räume und eine ganze Menge Schalter. Da hätte man dann halt irgendwie einfach durchgekonnt. Was für ein Riesenumweg läufst du jetzt? Vielleicht hätte ich einfach erstmal gucken sollen, wo überhaupt diese blöde Tür ist. Oh, nee, hier waren wir noch gar nicht. Zumindest habe ich die Notiz noch nicht gesehen. Meine Impfdiener sind heute während meines letzten Experiments gestorben. Das Gas scheint für Imps ziemlich gefährlich zu sein. Jetzt muss ich mich nach anderen Dienern umsehen.
Auch das noch. Meine neueste Erfindung ist sehr vielversprechend. Die neue Formel funktioniert besser als erwartet, obwohl das Resultat grün wurde. Ich muss von jetzt an offenes Feuer vermeiden. Wo ist der Schlüssel zu meinem Hinterzimmer? Ich weiß, dass ich ihn irgendwo abgelegt habe. Wenn nur diese verdammten Imps noch am Leben wären, könnte ich sie fragen. Tja, hättest du mal ein bisschen mehr Acht gegeben auf deine Diener. Also die Einstellung der Ranar gegenüber den Imps ist schon ganz schön krass, dafür, dass sie halt so tun, als wären sie die Heiligen vom Dienst. Das finde ich schon sehr überraschend. Das haben wir ja das letzte Mal auch so ein bisschen festgestellt, als die Ranar-Geister sich mit uns unterhalten haben und uns da teilweise für Damien gehalten haben. Dann haben die halt so gesagt, ja, man soll sich ja nicht in diese ganzen Gefüge da einmischen und ich glaube, sie haben irgendwas gegen Sklaverei gesagt und als dann Damien gesagt hat, also es kam so rüber in dem Gespräch, ja, aber was ist denn mit den Imps? Dann haben sie gesagt, ja, das mit den Imps ist was ganz anderes. Ja, so eine Scheinheiligkeit hier. Okay, wir haben den Schlüssel zur Hintertür gefunden. Hätte ich jetzt so verstanden. Mist. Aber der muss doch hier irgendwo sein. Crap. Alles für umsonst. Ja, das Problem ist, dass jetzt halt auch diese ganzen anderen Items jetzt hier schon noch rumliegen. Okay, aber wir sind ja noch nicht am Ende des Dungeons angekommen. Wir haben noch eine Ecke hier zum Erkunden. Hier. Oh, Saphirschlüssel. Komme ich da schon ran? Ja. Okay, aber offensichtlich war ich ja auch noch nicht drin, wenn ich mir das so angucke. Pfeile habe ich noch keine eingesammelt. Normaler Pfeil. Nein, darüber sind wir jetzt langsam mal hinweg. Überall nur normaler Pfeil. Nee, nee, lasst mal. Das brauchen wir nicht. Achso, und hier müssen wir aber nicht hin. Wieder zurück. Okay. Achso, jetzt können wir natürlich erstmal auch ins Hinterzimmer gehen. Bevor wir jetzt hier noch irgendwas anderes machen. Hat sich doch schon wieder fast irgendjemand jetzt hier verlaufen. Es war bestimmt der Ares, der es schon im ersten Akt nicht geschafft hat, zielsicher auf diesem riesen Strohhaufen zu landen. Was? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, okay, es gibt zwei verschlossene Truhen. Das heißt, der Schlüssel zu dem Hinterzimmer selber muss noch irgendwo anders sein. Oh Mann, was für Sicherheitsvorkehrungen sind das denn hier? So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich jetzt am Ende diese Teleporter überhaupt bedienen muss. Vielleicht hätte ich mir das mal angucken sollen, anstatt hier wie blöd durch die Gegend zu rennen. Naja. So ein bisschen haben wir ja das Prinzip schon verstanden. Ich dachte, hier ging es noch weiter. Na gut, hier geht es ja quasi auch noch weiter. Hier liegt Gold, hier waren wir noch nicht. Und hier gibt es Gegner. Oh. Okay.
Oh, nice. Und beide gleichzeitig, wenn ich das richtig gesehen habe. Jo, sehr schön. Oh, eine ganz gefährliche Ratte. Fass, Holzkiste. Okay, schade aber auch. Moment, wir können auch hier noch was anderes nehmen. Nachdem ich ja jetzt weiß, dass ich nichts großartig verpasst habe. Mit diesem Brunnen des Lebens hat es wohl angeblich auch nichts auf sich, den wir da gefunden haben in der einen Kammer. Okay. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir dort. Oh, ich denke immer, dass da noch irgendwas Interessantes liegt. Aber das haben wir ja alles schon. Aber irgendwo. Okay, jetzt sind wir hier. Da, wo ich gerade eben schon hinlaufen wollte. Irgendwo muss doch. Oder gibt es hier noch irgendwo einen Schalter? Das kann doch nicht sein. Ja, Goldmünzen. Das bedrückt mich ein wenig, das gebe ich zu. Und wie viele Teleporter sind das jetzt? Das ist jetzt bestimmt irgendwie eine ungerade Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jo. Ich glaube, den haben wir noch nicht benutzt. Doch, den haben wir benutzt. Den haben wir benutzt, den haben wir benutzt, den haben wir benutzt. Ich glaube, den auch inzwischen, oder? Oder? Ja, ich weiß, ich könnte auch einfach die ganze Map absuchen nach den doppelten Symbolen. Ah, okay. Ja, aber ich würde doch trotzdem ganz gerne. Diesen blöden Schlüssel noch finden. Wird es auch in der Ferne angezeigt, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Doch. Bierflasche. Großer Magietrank. Ich muss es doch irgendwo übersehen haben, oder? Da gab es doch irgendwo einen Schalter. Da sind die Goldmünzen. Da ist der magische Schlüssel zum Schlachtfeld. Das bringt uns nichts. Bierflasche. Mittlerer Erneuerungstrank. Oh, Menno. In den Raum führte ja auch kein Teleporter. Das wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Gibt's hier noch irgendwie einen Ort, wo der sein könnte? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es nicht gehen soll. Es muss irgendwie gehen. Es muss wieder richtig irgendwie was richtig Bescheuertes sein.
Zum Beispiel, es ist in einer Fackel versteckt, so wie der Schlüssel vom letzten Mal. Also ich meine, wer denkt sich sowas aus? Es gibt so viele Fackeln in dem Spiel. Glaubt ihr, ich klicke die alle einzeln an? Also ich meine, schon mit dem Mauszeiger drüber zu fahren, ist eine Heidenarbeit. Spiel. Was denkst du dir nur dabei? Und warum kommt hier keine Musik? War hier nicht das letzte Mal wenigstens ein bisschen Musik? Waren nur Pflanzen drin. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Es ist mal wieder so frustrierend. Oder doch noch mal irgendwie hier oben. Vielleicht müssen wir uns das hier irgendwie mal angucken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Inzwischen glaube ich ja nicht mehr daran, dass es ein Bug ist, dass die Tür nicht aufgeht. Ja, Aris macht damit wieder irgendeine Magie, die wir nicht nachvollziehen können. Das wurmt mich jetzt. Aber ich will es auch ehrlich gesagt nicht allzu sehr in die Länge ziehen. Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass hier irgendwas so Tolles drin ist, dass ich das unbedingt haben muss für den Rest des Spiels. Es sei denn, es ist irgendwie ein Fertigkeitenbuch mit richtig, richtig tollen Sachen oder so. Oder eine richtig, richtig tolle Waffe. Ich nehme mal an, dass es halt einfach nur Geld und Schmuck und sowas sein wird. Und ja. Oder halt der Schlüssel zum Schlachtfeld, das wäre auch ein bisschen ärgerlich. Ja. Deswegen. Seit wann hast du eigentlich solche blauen Handschuhe an, Aris? Deswegen werde ich jetzt einfach durch den Teleporter gehen. Und das dann noch nachreichen, wenn ich es dann nachgeguckt habe nach der Aufnahme. Weil es wird sonst jetzt hier albern. Ah, muss ich doch nochmal bis dahinter gehen.